Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, gilt als eine der wichtigsten Konferenzen für Friedenssicherung und Dialog. Dass die heute beginnende Wintertagung der OSZE auf den Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine fällt, das ist aber Zufall. Natürlich stehen bei den Beratungen der mehr als 300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aber der Krieg und seine Folgen im Mittelpunkt. Für Zündstoff sorgt dabei, dass an dem OSZE-Treffen auch Delegierte aus Russland teilnehmen. Die Tagung könnte so zur Plattform für russische Propaganda werden, so die Befürchtung. Anna Tillack in Wien, ja, warum nimmt überhaupt eine russische Delegation an dem Treffen teil? Ist das eine gezielte Provokation? Naja, zunächst mal muss man sagen, dass Russland ja auch Teil der OSZE ist. Also es ist Mitgliedsland und deswegen ist es erstmal, versucht man natürlich zu ermöglichen, dass Abgeordnete aus Russland hier auch teilnehmen können. Es war aber schon so, dass bei den letzten beiden Versammlungen, nämlich in Polen und in Großbritannien, die russischen Abgeordneten nicht geladen waren. Das heißt, es gab hier auch in den letzten Wochen eine rege Diskussion darüber, ob man den Abgeordneten aus Russland Visa erteilen soll oder nicht. Der österreichische Außenminister Schallenberg hat da eine klare Position. Er sagt nämlich, Wien ist der Amtssitz der OSZE und deshalb sei man verpflichtet, ihnen das Mitmachen bei dieser Veranstaltung zu ermöglichen. Das ist das eine. Und er hat aber auch betont, diese Visa, die sind sehr eng gestrickt. Also die Abgeordneten aus Russland dürfen sich hier nicht zwei schöne Tage in Wien machen, sondern sie sollen wirklich explizit nur auf dieser Versammlung dabei sein. Und sie sind auch dazu angehalten, danach dann relativ zügig wieder abzureisen. Im Hintergrund hören wir offensichtlich Musik zur Eröffnung der Sitzung. Die ersten Länder, die haben ja jetzt schon ihren Rückzug erklärt, weil eben eine russische Delegation dabei ist. Werden da weitere Länder folgen und sagen, nee, jetzt machen wir nicht mehr mit? Also bisher ist es so, dass die litauische Delegation und die ukrainische Delegation den Boykott angekündigt hat. Und wir sehen hier auch neben mir, also man kann es nicht sehen, aber ich sehe sie und ich höre sie auch, ukrainische Delegierte, die eben nicht drinnen teilnehmen werden, sondern die beschlossen haben, draußen zu bleiben. Sie werden Gespräche führen, aber sie sagen, und das hat uns auch der Delegationsführer gestern gesagt, sie werden sich nicht mit Kriegsverbrechern an einen Tisch setzen, weil da schlicht kein Dialog zu erwarten ist. Welche Folgen hat denn jetzt diese russische Teilnahme für die Sitzung? Welche Themen können deshalb nicht besprochen werden? Also es ist explizit so, so wurde es angekündigt, dass alle Themen schonungslos auf den Tisch kommen werden. Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung, die hat auch ganz klar gesagt, man will es Russland unbequem machen. Sie glaubt selber nicht, dass da jetzt eine große Form von Dialog möglich ist, aber man will Druck machen und man will den russischen Delegierten eben zeigen, dass die Welt zusammensteht, dass die Solidarität für die Ukraine sehr groß ist und dass man eben relativ einstimmig diesen Angriffskrieg verurteilt. Also man möchte Druck erzeugen. Man möchte es unbequem machen, man möchte nicht, dass sich die russischen Delegierten in Moskau zurücklehnen. Insofern wird hier schonungslos alles auf den Tisch kommen. Abgesehen von einer weiteren Verurteilung des Angriffskrieges, sind Beschlüsse zu erwarten von dieser Sitzung? Konkrete Beschlüsse wird es hier nicht geben, aber es ist auch davon auszugehen, dass generell darüber gesprochen werden wird, wie man die OSZE und auch die Parlamentarische Versammlung reformieren muss. Denn tatsächlich hat hier niemand so richtig damit gerechnet, dass es einen Angriffskrieg gibt zwischen zwei Teilnehmerländern. Also das hat hier sehr viele überfordert und tatsächlich gefordert auch. Und jetzt müssen eben neue Modalitäten gefunden werden, wie man in dieser OSZE damit umgeht. Denn momentan ist es so, dass ein Mitgliedsland Beschlüsse und auch Einsätze der OSZE blockieren kann. Also tatsächlich sind ja auch in der Ukraine die OSZE-Mitarbeiter zum Teil dann abgezogen worden, beziehungsweise es gibt gar keinen offenen Einsatz. Die machen jetzt auf freiwilliger Basis weiter und das ist natürlich kein Zustand. Also man hat wirklich gemerkt, dieser Angriffskrieg hat die gesamte OSZE in eine tiefe Krise gestürzt. Anna Tillack, danke für diese Einschätzung nach Wien.